In unserer heutigen Folge geht es darum, einen Luftballon in Minecraft zu craften. Chemie gibt es schon einige Zeit in Minecraft. Das kann man aktivieren, bevor man eine Welt eröffnet, und zwar in den Einstellungen. Achtet darauf, diese Edition zu aktivieren. Dadurch könnt ihr einige tolle Sachen machen. Zum Beispiel, wie wir es heute probieren, einen Luftballon zu craften. Um uns in Minecraft einen Luftballon zu craften, brauchen wir zwei Sachen. Zum einen Gummi und zum anderen Helium. So kommen wir zuerst mal zum Material. Dafür gehen wir an einen Verbindungserzeuger ran und beschaffen uns 8x Sauerstoff und 5x Kohlenstoff. Dadurch erhalten wir Latex, anders auch gesagt Gummi, womit wir, sag ich mal, unseren Luftballon machen können. Sobald wir Latex haben, können wir schon anfangen, uns einen Luftballon zu craften. Dafür gehen wir an eine ganz normale Werkbank. Nur mit Latex kann man sich natürlich seinen Luftballon nicht craften. Wir brauchen natürlich noch ein paar weitere Materialien. Zum einen Leinen, also die Schnur, woran wir unseren Luftballon halten können. Und nochmal den Inhalt unseres Ballons, das ist Helium, denn Helium ist ja leichter als Luft, von daher kann unser Luftballon ja dennoch fliegen. Zu guter Letzt dürft ihr auch noch die Farbe bestimmen. Welche Farbe soll euer Luftballon haben? Soll er blau sein, violett oder gelb? Es funktioniert jede Farbe. Von daher könnt ihr jetzt entscheiden, in welcher Farbe soll euer Luftballon sein. Einen Luftballon könnt ihr zum Beispiel in einen Zaun platzieren. Wenn ihr ihn losmacht, wird er, sag ich mal, kaputt gehen, sobald er auf irgendeinen Gegenstand trifft. Also die sind wirklich sehr sensibel, die Luftballons. Also die sind nicht gerade stabil. Aber schön anzusehen, und man könnte sie sogar als Boxsack benutzen, denn man kann dagegen hauen. Ihr könnt aber auch ein Tier mit einem Luftballon versehen. Damit könnt ihr es zum Fliegen bringen. In einen Raum, nicht gerade sinnvoll, da der Luftballon halt an der Decke zerplatzt. Aber wenn man sich draußen befindet, funktioniert das schon besser. Oh. Hat er sich verfangen im Spinnennetz. Auch interessant, ne? In Spinnennetzen kann man einen Luftballon ja ein bisschen verlangsamen, sodass er doch ein bisschen hält. Doch. Zweiter Versuch. Jetzt aber. Leb wohl, Schwein. Leb wohl. Nun weißt du, wie man sich Luftballons in Minecraft craftet. Die Farbe spielt natürlich keine Rolle. Man kann sie sich craften, wie man möchte. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du in der Infobox noch weitere solcher Videos, auch ein bisschen was mit Command-Blöcken. Aber sonst bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel Spaß jetzt mit den Luftballons, und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und tschüss.